Fehlkäufe ist etwas, was man im echten Leben andauernd macht. Ich habe mir zum Beispiel vor einigen Jahren mal ein Einrad geholt, weil ich mein Gleichgewicht damit trainieren wollte. Bin nach 4 Wochen Üben einmal so sehr hingefallen, dass ich nicht laufen konnte für 3 Tage. Also wirklich überhaupt nicht laufen konnte. Und habe es danach nie wieder benutzt. Eins meiner größten Fehlkäufe. Und im Brawl Stars habe ich leider auch einige Fehlkäufe gemacht. Gerade in Bezug auf Hyperladungen. Ich habe jetzt inzwischen über 20 Hyperladungen mir gekauft. Habe natürlich auch einen Stern gekriegt, aber die meisten habe ich mir gekauft. Da waren leider auch 1-2 Fehlkäufe bei. Und im Video heute würde ich mal gerne über die 5 großen Hyperladungs-Fehlkäufe reden. Ja, weil es sind einfach leider echt ein paar Nieten bei gewesen. Ihr wollt, könnt ihr mal euren größten Fehlkauf in die Kommentare schreiben. Vielleicht einen Skin, den ihr euch teuer geholt habt und dann nie benutzt habt. Ich habe jetzt sogar 5000 Münzen. Das heißt, ich könnte mir jetzt theoretisch nochmal eine sinnlose Hyperladung holen. Platz 5 ist eine Hyperladung. Die habe ich mir erst recht kürzlich geholt. Und zwar die von Dynamike. Ich glaube, ich habe mir die letzte Woche geholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bereue es ein bisschen. Weil ich habe durch diese Hyperladung realisiert, dass ich nicht hin bin. Sprungster-Power, ne? Oh ja, Fehlkauf. Ich wollte dich gar nicht auswählen, ehrlich gesagt. Das ist wirklich ein Missklick. Weil ich habe anhand dieser Hyperladung gemerkt, dass ich Dynamike gar nicht so gut kann. Das habe ich leider erst mit dieser Hyperladung realisiert. Dass viele Dinge einfach sehr schlecht laufen mit ihnen. Und das ist ein bisschen doof. Und rein? Bro, warum? Karl, warum? Die Hyperladung an sich ist gut. Die lädt sich einigermaßen schnell auf. Wenn die trifft, macht die guten Schaden. Nur ich habe realisiert, dass ich damit halt nicht so oft treffe, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Deswegen ist das halt eine Hyperladung, mit der ich mich wahnsinnig schlecht fühle, wenn ich sie einsetze. So, ich werde sie jetzt einmal raushauen können, weil der Karl wird hier kein Tor machen. So. Nicht getroffen. Mit den normalen Super treffe ich sogar einigermaßen oft. Aber mit der Hyperladung, aus irgendeinem Grund, sobald ich die Hyperladung aus... Oh, die macht noch einen Job. Auto nicht. Aus irgendeinem Grund, sobald ich die Hyperladung auswähle, kann ich nicht mehr treffen mit dem Super. Das ist eine absolute Tragödie. Kannst sogar zweimal eine Runde. Ja, also auf dem Papier ist es eine gute Hyperladung. Wenn ihr gerne Werfer spielt, ist das eine gute Hyperladung für euch. Nur ich habe wirklich jetzt hiermit realisiert, dass ich in Dynamike, ich bin nicht him. So, wenn ich bei 300 Trophäen bin, kann ich mich insane fühlen mit Dynamike. Aber wenn ich mal ein bisschen höher komme, ist es wirklich einfach nur eine traurige Angelegenheit. Was ist das für fun? Das Auto immer ein bisschen. Mir ist halt aufgefallen, dass es eine Hyperladung ist, wo es extrem weh tut, wenn du nicht triffst. Aber die Fehlkäufe werden halt immer größer. Das ist jetzt halt noch ein recht milder Fehlkauf, aber es ist halt ein Fehlkauf. Das ist, ich werde Dynamike nicht häufiger spielen, wegen der Hyperladung. Auf Platz 4 habe ich Lou. Da sagst du jetzt auch, Moment, wieso ist das für dich ein Fehlkauf? Lou ist saustark, die Hyperladung ist voll gut. Stimmt alles. Ich fühle Lou gar nicht so sehr. Also ich habe immer gesagt, Lou ist, glaube ich, stark. Aber ich fühle ihn halt einfach nicht so sehr. Ich habe ihn mir geholt, mit der Hyperladung, da war ich bei 300 Trophäen. Der ist jetzt, bei wie viel ist er? 500 Trophäen. Also ich habe einfach nicht so viel Spaß daran, ihn zu spielen. Und es wäre deutlich klüger gewesen, eine Hyperladung zu kaufen für einen Brawler, den ich sogar wirklich viel spiele. Also Lou ist auch stark, er ist wahrscheinlich jetzt aktuell so stark, wie er niemals zuvor war. Also denke ich mal. Aber ich fühle ihn halt leider nicht. Und was willst du machen, wenn du ihn nicht fühlst? Und das... Warte, bis die Katze einen dummen Sprung macht. Sehr gut. So. Und jetzt Hyperladung. Wir sind direkt eingefroren. Der ist direkt wieder eingefroren. Damit kannst du so easy Kills confirm einfach. Also es ist so easy, damit Kills zu machen. Der Einfrierungseffekt ist so goated. Oh, krass, dass er mich wundert. Okay. Trotzdem weg, der Bull. Was, eine Bot-Runde? Ist möglich, ne? Ah, nee, war keine Bot-Runde. Nur Willow aus meinem Team war ein Bot. Kappa. Ja, es war eine Bot-Runde. Na, guck mal, ich bin bei 440. Mit der Hyperladung zusammen, ich habe 140 Trophäen gepusht. Und eigentlich eine Hyperladung, da musst du mehr holen als 140 Trophäen. Na, aber ich fühle ihn einfach nicht. Diese Supporter sind, finde ich, eh recht schwer zu pushen mit zufälligen Spielern. Weil du halt auf andere angewiesen bist. Und wenn du halt in Brawl Stars auf andere angewiesen bist, halt auf deine Teammates, Spoiler, da wird nichts Gutes passieren. Die Chance ist eher hoch, dass du halt verlieren wirst und die Teammates dir die Schuld geben, weil als Supporter wirst du nicht insane viel Schaden machen und dann glauben die, dass du schuld bist an der Niederlage, obwohl die halt komplett Kamikaze irgendwo reinrennen. Ein bisschen Pech, bin ich tot. Oh, sehr gut. Eis mich tot. Das war dumm. Zu wild, zu wild. Ich hab mich zu sicher gefühlt in der gegnerischen Hälfte. Das war auch immer Hyperladung fast am Start. Und die Hyperladung, wenn die gut trifft und dein Team da ist, kannst du halt das gesamte gegnerische Team damit auslöschen. Das ist krass, aber... Das Team ist halt selten da. Die Ems waren 0-5 vor meinem Team.
Es ist halt schwer, einen Supporter zu lernen, wenn du unter 800 Trophäen bist. Und selbst bei 800 Trophäen ist dein Team ja nicht so richtig da, um dich zu supporten. Generelles Matchmaking ist so ziemlich die Hölle seit 10 Tagen ungefähr. Generell Supporter würde ich euch abraten von Hyperladung zu wählen. Sandy ist die Ausnahme aus meiner Sicht, aber ansonsten ist es eher schwierig. Auf Platz 3 meiner größten Fehlkäufe habe ich Brock. Muss ich inzwischen sagen, funktioniert inzwischen, glaube ich, besser. Das war aber am Anfang ganz lange so, dass du mit Hyperladung Super weniger Schaden gemacht hast, als wenn du einfach ganz normal gesupert hast, in Kombination mit Hyperladung. Also ganz normales Super aktivieren und dann Hyperladung drücken, hat lange mehr Schaden gemacht. Inzwischen ist es, glaube ich, geswitcht, aber das war einfach lange einfach ein Fehlkauf. Das kannst du nicht schönreden, das war leider wirklich einfach nur ein Fehlkauf. Oh oh. Natürlich genau dann, wenn ich jump, kommt der Brock von oben auch noch. Ich hab ihn einmal getroffen. Darüber. Ah, Timing ist echt nicht auf meiner Seite heute. Das Problem ist auch echt so ein bisschen, ich wüsste nicht, wo er der Beste sein soll. Für alle Spielmodi, wo du sagst, ey, der ist gut, gibt's so viel bessere Alternativen. Komm mal, ich mach jetzt Hyperladung super. Oh, falsch gezielt. Aber guck, wie wenig Schaden das ist. Wie viel waren das? 30%? Das ist gar nichts. Mit Colette musst du nur husten und du machst 30%. Bloß der Edgar war bodenlos. Das meine ich. Matchmaking ist absolut scheiße seit 10 Tagen. Ich spiele inzwischen gerade wirklich lieber den Rangmodus. Also ich kann verstehen, dass ich mir das damals... Gegner haben Poco? Weil ich krieg eine Botrunde. Der Spieler hat gesehen, ey, du bist so scheiße. Hier, krieg mal Bots. Meines letztlich, egal, es geht jetzt ja nur darum, das ist super, die Hyperladung-Aktion zu sehen. Und da ist es ja egal, ob das Bots sind oder echte Gegner. Aber der Schaden ist halt einfach nicht, das ist halt nicht gut. So, Team, ich gehe nur aus, dass Bots euch nicht fertig machen. Deswegen gehe ich mir jetzt an den Tresor. Oh, der hat noch... Oh, warte, da oben ist einer. Oh wow, let's go! Yay! Das waren 15% Schaden sogar. Der ganz normale Schuss macht mehr Schaden. Ne, also... Es fühlt sich einfach nicht belohnt an, die Hyperladung zu aktivieren. Es ist einfach... Es ist nicht cooler Schaden so. Und es ist halt so hoch auch in der Liste, weil ich habe diese Hyperladung zu einem Zeitpunkt geholt, wo sehr viele sehr coole Hyperladungen ins Spiel gekommen sind. Und ich habe entschieden, ey, die von Brock, das ist die, die ich haben möchte. Fehlkauf. Leider ein Fehlkauf. Sie macht nicht, dass man Brock lieber spielt. Brock war ohne Hyperladung. Bis auf den Boost natürlich. Durch Hyperladung kriegst du auch immer Boosts. Aber wenn du den Stat-Boost ignorierst, ist er genauso stark wie vorher. Aus meiner Sicht. Da hat sich nicht so viel getan. Brock ist immer noch Brock. Auf Platz 2 haben wir El Primo. Primo sieht cool aus. Das kann man schon mal sagen. El Primo ist cool. Die Hyperladung ist auch prinzipiell nicht furchtbar. El Primo springt hoch in die Luft und landet mit einem intergalaktischen Ellbogendrop, der Gegner ins Epizentrum zieht. Warum haben die das so komisch formuliert? El Primo springt irgendwo hin und er zieht Gegner zu sich hin. Keine Ahnung, warum die so einen komischen Text dazu gemacht haben. Der wahrscheinlich den anderen verwirrt. Das Problem ist hier so ein bisschen, es verändert nicht super viel an El Primo. Du kriegst vielleicht einen halben Kill mehr hin, aber es braucht halt leider auch seine Zeit, bis sich das aufgeladen hat. Ein Gegner gekillt, ein Drittel aufgeladen. Du musst mehr als 3 Gegner killen, um das einmal zu kriegen und soll ich springen? Nein. Das heißt, du hast es ungefähr einmal pro Runde, wenn du Glück hast. Dann musst du auch überlegen, was sind die Alternativen zu El Primo? Wo ist El Primo stark? El Primo ist stark. Weg mit dir. Ach Gott, der ist so krass. El Primo ist stark in Brawl Ball und ich könnte dir auf die Schnelle 5 Roller nennen, die stärker sind als er in Brawl Ball. Also die Hyperladung hat ihn nicht auf das nächste Level gehievt. Was, ich hätte auch eine Krabbe? Na, aber es ist halt eine Hyperladung, die braucht einigermaßen lange, um sich aufzuladen. Gegner haben wieder eine Krabbe. Mein Team ist auf dem Papier gut, aber es wird einfach trotzdem scheiße. Deine Reichweite ist weiterhin... Deine Reichweite ist weiterhin Murks. Und ich krieg Gurken im Team. Das sind so die 2 Faktoren, die auftreffen. Ich krieg Gurken in meinem Team. Das ist natürlich auch... Ist nice. Sehr gut. Bisschen gegen das Netz. Immerhin einen Kill gemacht, ist okay. Auch ein Kill. Wenn der trifft, ist es ein nice Tor. Gut, 1-1. Ich kann vielleicht die Hyperladung einmal sehen. Noch einen Kill gemacht. Es braucht halt nur. Gerade in der aktuellen Meta. Ein Clancy zum Beispiel, ne, wird ja sehr viel gespielt aktuell. Der wird dich jedes Mal umballern so. Wait, wieso lebt der noch? Wieso lebt der Gale noch? Der stand in zwei... Mann, ey.
Das ist halt echt die Scheiße so. Das Matchmaking ist auch nochmal... Was? MX 05? Und die geben mir den Daumen hoch. Wenn ihr eine Hyperleitung haben wollt und ihr spielt gerne Brawl Ball, holt euch die für Frank, holt euch die für Jackie, holt euch die für Nita, auch wenn Nita Spielweise anders ist. Selbst die von Rosa ist besser, aus meiner Sicht. Werdet ihr jetzt hier sehen können, aber der Impact ist wirklich mini. Ist das eine Botrunde? Ja, ist eine Botrunde. Aber ist mir ehrlich gesagt egal. Ich will nur die Hyperleitung sehen, die werde ich jetzt sehen. Oh, ich hab's auch noch falsch gemacht. So, jetzt. Die werden rangezogen, die Gegner, aber was ist das? In was für einer Größe denn? Das ist so ein ganz Mini-Spektrum, wo du die ranziehst. Das hat jetzt geklappt, weil das halt einfach Bots waren. Aber der Effekt muss aus meiner Sicht so viel größer sein, wo du Gegner zu dir ziehst. Oder macht da was anderes rein. Das lohnt sich halt nicht. Es braucht zu lange, um sich aufzuladen. Auf Casual-Niveau, das heißt, ich sag mal, bis 900 Trophäen, enden die Runden so schnell, dass du da eh nicht hinkommst. Oh, episch. Plus, es gibt so viel bessere Alternativen. Gerade natürlich auch wegen Clancy. Wenn du El Primo spielst, bist du einfach nur Futter für Clancy. Und Clancy isst dich jedes Mal auf. In der aktuellen Meta El Primo zu spielen, in Brawl Ball, ist wild. Im Platz 1 ist Sprout. Leute wollen mir immer noch erklären, nee, boah, das ist eine gute Hyperladung. Ich habe die Hyperladung übrigens mir nicht mal gekauft. Ich habe die umsonst in der Kiste gekriegt. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass das ein Fehlkauf war. Und es war umsonst. Der Effekt bei dieser Hyperladung ist es, wenn du Ranken wirfst und Gegner laufen in die Ranken rein, kassieren die Schaden. Und wisst ihr, wie viel Schaden ungefähr? So irgendwie 500 mit jedem Tick. Wisst ihr, wie leicht es ist, in Ranken auszuweichen? Unmenschlich einfach. Du musst einfach nur einen Schritt zur Seite gehen und weichst aus. Das heißt, effektiv machst du mit den Ranken 500 Schaden. Nochmal die Wand wieder neu, dass der Colt da nicht durchschießen kann einfach. Ich habe schon, glaube ich, 3 Gegner gekillt. Hat sich noch nicht ganz aufgeladen. Okay. Aber gleich. Okay, warum ich Tresor ausgewählt habe? Wenn du das dann genau auf den Tresor wirfst, dann macht das wohl ein bisschen Schaden. Das ist der einzige Nutzen, den du damit hast. Wenn du es halt wirklich... Haben wir einer den killen, bitte? Bro, kann sich das mal aufladen? Jetzt habe ich es, okay. Das Ding ist aber, wir sind tot, bevor ich das überhaupt sehen kann. Ja. Ja, das ist eine Hyperladung. Die gibt mir null Impact auf die Runde. Selbst wenn ich ein Sprout-Spieler wäre. Du hast nichts von dieser Hyperladung. Natürlich, die Stat-Boosts, die sind okay. Du machst ein bisschen mehr Schaden, du bist schneller. Das ist cool. 99 von 100 Runden wird dir das nicht auch nur 1% Value geben. Das Gute ist, die Gegner lassen mich einfach mein Super ein bisschen hochfarmen. Das ist sehr nice. Also diese Runde sollte ich es auf jeden Fall sehen. Das ist jetzt kein nerviger Affe, der alles kaputt macht. Das braucht auch ewig, um sich aufzuladen. Für eine Hyperladung, die so scheiße ist, brauchst halt viel zu lange. Bro, es ist immer noch nicht aufgeladen. Ich habe, glaube ich, jetzt 2 Super-Rotationen durch und es ist immer noch nicht da. Du brauchst 3 Super, um die Hyperladung aufzuladen. Ich glaube, ich komme nicht am Tresor von da. Ich komme nicht nach vorne! Bro, es ist so guckt. Es ist so guckt. Das lag jetzt aber daran, weil mein Team bodenlos scheiße war. Da, seht ihr? 500 Schaden habe ich damit gemacht. Die Hyperladung hat einen coolen Effekt. Nämlich, dass du damit am Tresor 3% Schaden machen kannst. Das kann ich nicht mal zeigen. Muss man so direkt auf den Tresor werfen daneben? Ich mach mal direkt. Guck euch den Schaden an. Oh mein Gott, ist das heftiger Schaden. Wow. Oh mein Gott. Es war sogar wirklich brauchbarer Schaden. Ich bin einfach nur toxisch. Ja, das ist der einzige Nutzen, den du damit hast. Oh, ich bin sehr eingesperrt. Sorry. Aber ansonsten, in jedem anderen Modus ist das geisteskrank Kacke. Und selbst da die Ranken übrigens, die sind auch nicht so gut. Weil ich glaube, wenn du unverwundbar bist, also neu spawnst, hast du diese Unverwundbarkeitskugel. Und da musst du ja einfach nur da durchlaufen und die Ranken verschwinden. Also das Timing, wo das ein krasses Value hat, ist auch so knapp und schwer daraus ein gutes Value zu ziehen. Ich mach mal kurz hier so. Wir haben gewonnen. Ich greife mal nicht an, ich gucke einfach nur, dass das so runtertickt. So, okay. So, das ist das Einzige, wo du damit irgendwas fühlen kannst. Ansonsten gibt es keinen anderen Modus, wo du damit auch nur 3% Value kriegst. Aber ja, das sind die 5 großen Fehlkäufe. Bereue ich auf jeden Fall, mir das geholt zu haben. Sau, 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 sau dumm. Gerade die von Sprout bereue ich. Jede andere Hyperladung würde ich so viel cooler finden. Aber gut, was war euer Fehlkauf? Schreibt es mal in die Kommentare und dann sehen wir es dann aber. Bis zum nächsten Mal. Ich werde auch noch ein Video machen mit den 5 besten Hyperladungen, die ich gekauft habe. Also welche, die den Brawler für mich auf dem nächsten Level gehoben haben. Weil da gibt es einige. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, Leute. Und ciao. I keep stepping off all time.
times I'm laughing over. I keep wanting you too long. I keep tripping on myself, thinking you're my lover. I've been waiting.